Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder da sind. Und dann machen wir heute wieder weiter mit Schwäbisch für Anfänger. Noch einmal möchte ich heute ein paar schwäbische Wörter und ihre Bedeutungen näher bringen. Wir sagen zum Beispiel auch manchmal, ah, das ist mir vielleicht so ein Dinger. Also normalerweise, wenn man es übersetzen hätte, dann hätte es also, du bist mir aber mal vielleicht einer. Aber dagegen ist ein wüster Dinger, also ein wüster Dinger, eher ein unfreundlicher Zeitgenosse. Vielleicht ist Sabra auch einer, der gelegentlich weiß, wie er sich zu benehmen hat. Und den bezeichnen wir noch manchmal auch als Schlawack. Aber ein netter Dinge, das ist ganz eindeutig etwas Positives. Ja, ein netter Dinge, das ist eigentlich schon was Liebevolles. Und da meine mir ein nettes, kleines, hübsches Mädle jüngeren Datums. Aber gläu und zierlich ist auch ein Hätterle oder ein Grischkindle. Und wenn ein Mädle Rossmugger hat, dann hat sie Sommersprossen. Und weil sie sich ihre Haare hat super blond färben lassen, dann kann es sein, dass man zu ihr sagt, du, deine Rossmugger kommt mit der neuen Haarfarbe nur viel mehr raus. Deine Sommersprossen kommen mit der neuen Haarfarbe noch mehr zur Geltung. Und wenn einer meint, er müsste alles besser wissen, dann ist er bei uns allgemein als Gescheitle bekannt. Aber wenn er etwas wirklich weiß, dann ist er ein Käpserle, also ein Streber. Und bei uns im Ländle gibt es auch Menschen, die eher etwas unbeholfen daherkommen, mit denen wir eigentlich gar nicht so zurechtkommen. Da wissen wir gar nicht richtig, was anfangen. Die bezeichnen wir auch gerne auch als Bämul oder als Lale. Übrigens wisst ihr, was ein Zibeb ist. Eine Zibeb ist eine getrocknete Traube, also eine Rosine. Manche mögen keine Rosine und dann bekommen sie oft zu hören, sag mal, magst du keine Zibeber? Oder was grubelst du die ganze Zeit so an dem Höferzopf rum? Sag einmal, magst du keine Rosinen? Oder warum pulst du die ganze Zeit an dem Hefezopf herum? Aber wenn ich sage, du alter Zibeb, dann meine ich etwas ganz anderes. Und du solltest das auf keinen Fall zu deiner Nachbarin sagen. Denn dann kann es sein, dass du dir ganz beiß übers Maul fahrt und zu der Seite, du gehst doch gleich hochgespitzt in den Boden eingeschlagen, du Granatendackel. Aber dann weißt du, jetzt habe ich etwas falsch gesagt. Aber vielleicht hat sie es auch gar nicht so böse gemeint. Ja, und Schwaber wird leider auch immer wieder einmal nachgesagt, wir seien geizig. Wir hätten die Schotter, die einst Schwaber gewesen sind, die hätten wir wegen Verschwendungssucht aus dem Ländle hinaustrieben. Aber das stimmt so eigentlich nicht. Ich habe es ja schon einmal erwähnt. Wir Schwaben leben auch gern aufhausig. Wir sind einfach zufrieden mit dem, was wir haben. Und deswegen geben wir unser Geld nicht für unnötige Dinge aus. Oder kaufen uns etwas bloß, damit wir vor andere angeben können. Uns langt schon, wenn wir wissen, wir können uns ja leisten, wenn wir wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es tatsächlich auch sogenannte Enterklemmer bei uns. Also das sind Leute, die sind wirklich geizig. Für die, die des Schwäbischen echt mächtig sind, will ich das auch geschwind nochmal erläutern, der Enterklemmer. Also wenn Enter ihre Eier legen, dann tun sie das meistens im Nest, im Stall. Aber gern legen die Enter auch ihre Eier draußen auf der Wiese, wenn sie im Freien sind. Aber der Schwab sagt, dann finde ich ja die Eier nicht mehr, wenn die es draußen irgendwo nachlegt. Und deswegen darf die erst raus,
wenn der das prüft hat. Und dann geht der her und klemmt den hinteren Körperteil, der Ende, mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger ein wenig ein, um zu verölen, ob in nächster Zeit ein Ei auf dem Weg nach Hause ist. Und sollte das der Fall sein, dann muss die Ente nochmal eine Zeit lang im Stall bleiben, bevor sie raus darf. Damit sie das Ei tatsächlich draußen irgendwo nahelegt, unerreichbar für den Besitzer. Der hat uns ja Fehler, wollen wir nicht. So, jetzt wisst ihr das wieder. Jetzt mache ich Schluss für heute und vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder dabei. Dann erzähle ich euch wieder ein bisschen was. Tschüss zusammen.